La, la, was ist hier? Ja. Ah, da haben wir doch. Speyer. Scheier, meine ich. Kein Speyer. Hoch, Entschuldigung. Da ist schon wieder sowas Goldenes. Leute, was ist denn das? Sehr mysteriös. Kann der was damit machen? Da war doch eben. Nee. Alter Schwede. Ach, guck mal. Da haben wir doch was. So, weiter geht's. Okay, da haben wir wieder zum Zusammenbauen. Okay. Wie man einfach die ganze Bude auseinandernehmen kann. Dame Bilbo. Und erstmal alles kaputt hier. Was? Nee. Ra. Ra, 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 ra. Schick das in den Flur, sonst kriegen wir hier niemals alle rein. Was? Alle? Wie viele kommen denn noch? Erstmal brauche ich hier ein bisschen, ne? Platz. So. Ah, wunderbar. Alles klar. Du. Hä? Wie? Hallo? Okay. Warte, stopp. Okay. Ist klar. Ah, eine Werkbank oder was? Ah, okay. Was brauche ich denn dafür? Karotten. Ah, das habe ich gebraucht. Ach, das steht da in der. Oh, das steht in der Mitte, was ich brauche. Ich bin zu doof. So, ah, jetzt kommen wieder Minispielchen zum Bauen. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Jo. Ach, wenn ich langsam bauen mache, dann dauert es einfach nur länger. Okay, nee, mach mal schneller hier, sonst wir. Machen wir bis morgen noch hier rum. So, das kleine Hütchen. Das ist das hier. So, dann das Stöckchen hier. Da rein. Blub. Das Lustige ist ja, wenn man langsam bauen macht, dann kann man ja eigentlich das alles nachbauen, ne? Mit richtigem Lego. Gibt's schon Leute, die das machen. Ich glaube, das da, oder? Nein, das war falsch. Hä? Ach, das. So, dann einmal dies. Und einmal, was ist denn das? Das da. Okay, das ist einfach. Fertig ist der Esstisch. Juhu, wir haben einen Esstisch gebaut, Leute. Cool. Hey, Grinz. Ach, das ist dem seine Waffenbaguette. Toll. Ach, die zwei. Ki und Kili, zu euren Diensten. Das Spiel ist so geil. Oh, oh Gott. Vorsichtig damit. Ich hab sie gerade geschliffen. Wo soll der hin? Herr Dvalin. Der Typ, ey, da mit dem Tattoo hinten drauf. So aussieht. Hat er gesagt? Hat wer gesagt? Boah, Essen fassen. Juhu, was steht hier? Lass mich mal lesen, geh mal weg. Verwende einen Bogen wie den Fili war das, glaube ich. Okay. Zu zielen, okay. Ach, das ist alles noch ein bisschen Tutorial hier, ne? Wie cool ist das denn? Das ist ja wie Splinter Cell, alles anvisieren und dann auslösen. Wie cool ist das denn? So. Bam! Okay. Echt jetzt? Take Team, yeah! Gib mir mal die Flasche hier. Hey, nimm das doch mal mit. So. Das muss wahrscheinlich hier hin, genau. So. Wie mache ich das? Hallo? Ah, werfen, Moment. So, einmal. Jetzt brauchen wir den Käse. Käse. Ich finde das halt cool, dass die Rätseln auch
so gemacht sind, dass man halt so, keine Ahnung, so jetzt das Essen anrichten, das ist ja schon witzig eigentlich. Mal was anderes. Wie, was ist das? Käse? Was wimmelt vor Schimmel? Ist hier kein Quatsch, oder ist die Wurst? Ah, ich verstehe. Die Wurst, die müssen wir runterholen. So. Wunderbar. Guck mal her, eine Wurst nur. So. Alles klar. Fehlt nur noch Gandalf. Gandalf. Mein lieber Bilbo, was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt vom Zwerg. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Klar. Da ist eine Giraffe. Nicht an sie gewöhnen. Seht mal, wie meine Küche aussieht. Ja, du hast vollkommen recht, Bifur. Ein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Ach ja. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Was? Was? Was ist das denn, Leute? Ohne Scheiß. Jetzt müssen wir abspülen, oder was? Wie cool ist das denn? Hui! Alles klar. Yeah! Ja, der Anführerzwerg fehlt noch. Das ist alles wie im Film, ey. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ich feiere das Spiel gerade voll. Deswegen sind die Lego-Spiele, glaube ich, auch so gut bewertet, weil das halt wirklich 1:1 den Film erzählt. Genauso wie bei Batman, Indiana Jones und so weiter. Ich muss unbedingt die anderen Spiele auch noch spielen. Marvel Heroes und so weiter. Das ist bestimmt auch cool. Ihr könnt ja mal sagen, welches Lego-Spiel ihr noch sehen wollt, wenn euch das überhaupt gefällt. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die Lego scheiße finden. Aber ich find's cool. Ich muss halt mal schauen, das ist ja eine Session, die ich jetzt gerade noch aufnehme, wie halt die GEMA reagiert, ne, auf die Musik, Soundtrack und so weiter. Auf dass da keine Probleme gibt, jetzt wollen die wieder, dass ich das ganze Video stumm schalte, ey, die Idioten. Hui! Die haben das voll drauf, ey, mit dem Spülen. Das gibt viele Münzen. Boing. Er ist da. Gandalf. Bilbo Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Hey. Ihr geht auf eine Reise. Weit im Osten liegt ein einzelner, entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Mhm. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Jo. Oh mein Gott. Ein unerwartetes Fest. Level abgeschlossen. Ah, jetzt kommen wieder Charaktere dazu.
Was? Wie viele Bilbos gibt's denn? Hä? Gandalf? Oh mein Gott. Jo. Überspringen. Oh, 96%. Diesmal waren wir besser. Ereignis hier Mittelerde freigeschaltet. Juhu. Yippie-ya-yo. Ist klar. Ich ziehe in ein Abenteuer! Mein lieber Freund, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Hey, wir können Gandalf spielen. Cool ist das denn? Was kann der denn? Hokus Pokus. Dreimal schwarzer Kater. Ja. Toll. Was? Folge den Hilf... Was Stutz? Zu deinem nächsten Ziel. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt mal die Musik ein bisschen leiser. Nämlich keine. Ah, okay. Ich will ja keinen Ärger mit der GEMA. Wisst ihr Bescheid, ne? Aber jetzt der gesamte Spielsound leiser. Das ist ja auch Spaß. Den kann ich auch so komplett leiser machen. Und die Musik komplett ausmachen will ich hier auch nicht, ne? Deswegen kann ich die jetzt auch wieder lauter machen. Toll. Super. Dö. Musik ausmachen ist auch scheiße. Ist die ganze Atmosphäre weg. Ach. So, ja. Wo ist denn so ein Speicherstein? Hallo, ich würde gerne mal wieder speichern. Hallo. Speicherstein, hallo. Na, ich bin Gandalf der Graue. Der Gandalf ist ganz schön klein. Durch das Mann. Wer möchte ein Stück Kürbiskuchen? Nee, danke. Ich hab zu tun. Wir müssen die Welt retten. Und Smaug finden. Oh, da ist ein. Ah. Cool, der Stab leuchtet. Lalala, tralala. Oh, so viele schöne Dinger. Münzen. Oder. Hey, wir haben links unten eine Karte. Cool ist das denn? Oh, überall was zum Einsammeln und kaputt machen. Wie toll, wie schön. Überall steht Lego drauf, schön Werbung. Oh, hab ich den Schornstein kaputt gemacht, oder was? Ist das so ein Speicherding? Nee. Verwende einen Flegel. Schon wieder. Ja, Flegel. Der Flegelmann ist aber weg. Was ist das denn? Schatzgebäck, Gepäck. Okay. Na, lalala. So, jetzt sind da die Hilfsdinger aber weg. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich hinlaufen soll. Lululululu, tralala, tralala. Hä, können wir einfach jetzt hier rumlaufen oder was? Okay, warte mal. Karte ansehen. Was? Wir können da überall hin? Ach, das ist ja wirklich voll die offene Welt. Krass. Ich glaube, wir müssen da hin. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube, wir müssen da hin. So, sehe ich den jetzt unten auf dem Radar? Oder was? Ah, das Goldene ist das Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe. Okay. Cool. Kann man auch schneller rennen? Nö. Ist blöd, dass man nur so langsam laufen kann. Kann das nur noch Jahre dauern, Leute. Bis wir an unserem Ziel ankommen. Boah! Hast du gesehen? Ich hab gezaubert.
Warum zauber ich auf einmal? Ach so. Ja. Hallo. Da waren wir eben gerade mit dem Schwäpeln. Ah, guck mal. Feuerwehr, Gandalf ist da. Oh. Achso, ja, das war das, was wir eben gerade gemacht haben. Okay. Fische, yippie, bum, bang. Erstmal ist kaputt da und ja, was die Hobbits gefischt haben. Hey, wie das Wasser, wie cool das Wasser aussieht. Guckt euch das mal. Was? Die Lego ist wasserscheu oder was? La 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 blub blub. Hallo, jemand zu Hause? Ne. Hm, okay. Da ist wieder so ein Wagen. Aber ich glaube, der ist nur zum Kaputthauen, oder? Ja. Das scheint schon eine ziemlich offene Welt zu sein, wo man hier so Geheimnisse lösen kann. Keine Ahnung. Muss ich erstmal zurechtfinden in dem Spiel hier. Hallo, bevor ich da irgendwelche... Ey, wie krass. Irgendwelche Geheimnisse löst. Guckt euch mal die Spiegelung an den Fenstern an und so. Voll cool. Dafür, dass es ein Lego-Spiel ist. Und das Wasser vor allem. Sieht voll, sieht besser aus als in vielen 3D-Spielen. Also mit, ich meine, mit so ernster, echten, realistischen Grafik, ne? Meine ich jetzt. Regen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich muss sagen, dafür, dass es Lego ist, hat es eine super geile Atmosphäre.